Ich begrüße euch auch im Herzen herzlich im Namen von DITIB Hanau, DITIB Jugend Hanau. Es ist eine unfassbare wie auch entsetzliche Tat, die unsere schöne Stadt Hanau am 19. Februar zum Stillstand brachte. An dem Tag, in dieser Nacht, wurden 10 Menschen durch den Rechtsterroristen Tobias R. kaltblütig erschossen. An mehreren Tatorten schoss der Täter gezielt auf Menschen mit Migrationshintergrund, brachte danach sich und seine Mutter um und wurde von der Polizei tot aufgefunden. Unsere große Solidarität und Liebe geht an die Familien der Opfer. Bis der rechtsterroristische Hintergrund der Tat durch das Bekennervideo von Tobias R. deutlich wurde, ging die Berichterstattung wieder wie gewohnt, wenn Migranten beteiligt sind, in Richtung Bandenkriminalität. Das erinnert uns nur zu stark an die NSU-Morde, die abfällig als Dönermorde oder Türkenmafia bezeichnet wurden. Und auch nachdem das rechtsterroristische Motiv klar geworden ist, versuchen Medien und diverse Politiker, die Tat zu verharmlosen und rechten Terror in Deutschland kleinzureden. Es werden diverse Versuche gestartet, um die von der rechten Szene, die sich offenkundig für Gewalt gegen Migranten und Antifaschisten aussprechen und sich teils enorm bewaffnen, ausgehende Bedrohungen zu minimalisieren, einzufangen, psychisch krank, der sogar womöglich ein Banküberfall zum Opfer fiel und daraus so agierte, wie er agierte. Aber wir sagen dazu klar nein. Es reicht uns endgültig, wir sind sowas von satt, nach jedem angeblichen rechtsterroristischen Anschlag einem Blitzgewitter der Politiker zum Opfer zu fallen. Wer vergießt mehr Krokodilstränen? Wer hält die emotionaleren Reden? Wer zeigt sich noch entsetzter, um am nächsten Tag so weiterzumachen wie gewohnt? Und genau das hat uns den Scheiß hier eingebracht, liebe Leute. Wir wollen keinen VIP-Tourismus in unserer schönen, bunten Stadt haben. Wir, die Migranten, wollen uns endlich in unserer Heimat, und das ist Deutschland, sicher fühlen. Und da ist es katastrophal, wenn man solche entsetzlichen Taten auf Einzeltätertaten reduziert. Der Täter war kein Einzeltäter. Es ist keine isolierte Tat eines Verrückten. Es ist ein rechtsterroristischer Anschlag, die Folge eines globalen, europäischen und nationalen Rechtsrucks. Des salonfähiger Werdens von rassistischem Bullshit aus dem Internet in öffentlichen Diskursen bei Individuen. Sie ist das Produkt einer Partei wie die AfD und ihren Anhängern, die das Unsagbare wieder sagbar gemacht haben. Liebe Freunde, sie ist das Produkt von Gerichtsurteilen, die entmenschlichten rassistische Begriffe in deutschen Parlamenten tolerieren. Sie ist das Produkt eines, das wird man ja noch sagen dürfen, welches nahe einem, das wird man ja noch tun dürfen, ist. Sie ist das Produkt des Schweigens, wenn rassistische Sprüche, Witze, Kommentare unkritisiert bestehen dürfen. Es steht alles in Verbindung. Rassismus ist ein System, eine Struktur, liebe Freunde. Und liebe Freunde, Rassismuskritik und antirassistisch zu sein, ist kein fucking Hobby. Kein Zeitvertreib, weil man ja so nichts Besseres zu tun hat. Es ist der Kampf gegen die Entmenschlichung, gegen den Hass. Es ist außerdem ein Kampf, den wir immer weiterführen müssen. Und sich in diesem Kampf anzureihen, im Kleinen, im Alltag, im Großen, wann auch immer wir können, das, liebe Freunde, verdammt nochmal, ist unser aller Verantwortung. Das war unser Redebeitrag von DITIB Jugend Hanau. Außerdem will ich nochmal Fridays for Future danken mit ihrem Banner. Antifa ist gleich... was war es hier gewesen? Klimaschutz ist Antifa, genau, danke, bitte. Vielen Dank.